Kleinbürgerliche Familie. Meine Eltern waren sehr jung, 19 und 20, wie sie mich als älteste Tochter bekommen haben. Dann gleich zweites, drittes Kind. Mein Vater wurde von seiner Mama in die Nationalbank gesteckt und dort hatte er zu bleiben, weil das ein sicherer Job war. Dort hat er dann langsam aber sicher Karriere gemacht. Als ich Matura gemacht habe, bin ich langsam in die Wohnung meiner Großmutter übersiedelt, weil es doch eng war zu Hause. Und da hat er dann schon ein bisschen mehr Geld verdient. Das heißt, meine kleinen Geschwister wurden mehr verwöhnt als ich. Ich habe mein ganzes Leben immer geschaut, dass ich Geld verdiene für mich selbst, für meine Reisen. Bin mit 14 schon viel herumgekommen. Zuerst in Europa, dann habe ich versucht, nach dem Abitur Musik zu studieren, weil ich die ganze Zeit, eigentlich seit ich 6 war, Klavierunterricht bekommen habe. Musikschule, großes Aufnahmeprüfungsbremborium, also ganz wichtig. Da hat die ganze Familie dann Kanon gesungen und das hat denen gereicht, dass sie mich genommen haben mit 6 Jahren. Dann habe ich Klavierunterricht genommen mit den Stufen Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe. Hab gedacht, jetzt kann ich eigentlich unterrichten und habe mit 16 dann begonnen, kleinere Kinder zu unterrichten und Geld zu verdienen. DDR gar nicht am Anfang, aber wir hatten in der Schule, in der 6. Klasse, Gymnasium, das ist +4 in Deutschland, hatten wir die Zusage von einem Lehrer, wenn ihr Abitur macht bei mir 3 Jahre Wahlfach, dann kriegt ihr die Durchschnittsnote zum Abitur. Weil Russisch versteht keiner. Also ich habe Russisch genommen, 3 Jahre lang. Wir wurden überschwemmt von russischen Gastfreundschaften eigentlich fast und wurden mit dem Jugendzug von Kiew, Moskau und Leningrad eingeladen, haben dort sehr viel mit Jugendlichen uns getroffen, konnten dadurch auch die Sprache üben, weil in Österreich sind nicht viele Russen gewesen zum Üben, also haben wir dort gesprochen und dann habe ich die Matura natürlich mit gut gestanden in Russisch. Dann ging der eiserne Vorhang auf und da ist ja Ungarn eine halbe Stunde weg von uns mit dem Auto. Der Fernseher war voll von diesen Bildern, also da sind wir alle gesessen vor den Geräten, haben das angeschaut, waren begeistert. Durch diesen Gulag kam ich auf die Idee, dass in der DDR womöglich irgendwie ähnliche Zustände wären, ist aber nur in meinem Kopf gewesen, weil man hatte nicht wirklich da Zugang. Und der Freund, der war ein Deutscher, den hatte ich in Amerika kennengelernt. Und wie wir beide zurück waren, haben wir dann hier mal ausgetauscht, was machst du jetzt beruflich? Ja, ich bin da gelandet, komm doch mal rüber. Und dort habe ich eine Woche mir Berlin angeschaut. Habe in seinem Zimmer auf der Matratze oder was immer geschlafen, habe einen zweiten Ansatz aber auch noch gekriegt von meiner Universität. Da war ich jetzt noch nicht ganz Doktor, aber fast. Und die haben eine Veranstaltung gemacht für die Studenten im Hotel. Jetzt ist es, was weiß ich, am Schottenring 24. Und da kam mein dann Chef, der Herr Koki. Und hat das vorgestellt. Was ist das, die Treuhand? Ich war natürlich dort, das war der zweite. Und der dritte war dann in der WestLB, haben die Leute gesucht, die in die DIHB gehen. Deutsche Industrie- und Handelsbank hat in Berlin, in Ostberlin aufgemacht. Und dann habe ich die drei Dinge verglichen und kam dann durch den Herrn Koke direkt in die Treuhand. In der Schneeglöckchenstraße, weit, weit, weit im Osten. Ich kann gar nicht sagen, da gibt es das Maxallee, glaube ich, geradeaus und dann rechts rein. Ich hatte von Anfang an ein Auto, weil ich mir gedacht habe, sonst komme ich da nicht rum. Habe das Auto jeweils übers Wochenende stehen lassen in Tegel auf diesem Rondo. Da konnte man wirklich parken. Es war auch niemand da. Bin am Wochenende nach Wien geflogen, Freitag. Und Sonntag wieder zurück am Abend oder Montag früh gar. Und dort stand mein Auto wieder. Also ich habe wirklich geschafft, dort herumzufahren und in die Schneeglöckchen und wieder zurück. Und
Wie viele Mitarbeiter hat denn damals diese Berliner Niederlassung der Treuhand gehabt? Ich kann nur schätzen, 100, 120 vielleicht. Am Anfang war das gar nicht klar. Ich habe ein Zimmer gekriegt, genau vis-à-vis vom Sekretariat. Das heißt, dort saß die Dame, die direkt die Sekretärin war, und von ihr aus das Zimmer hinein zum Herrn Koki. Und ich saß vis-à-vis, wo die Leute dann kamen und entweder zu ihr oder zu mir, je nachdem, was sie gebraucht haben. Und wenn bei ihr das Telefon schon dreimal geläutet hat, habe ich es abgehoben. Also Sie können mich zwischen bessere Sekretärin oder gleich gut, weil ich musste oft nachfragen. Ich habe ja den Terminkalender nur sehr selten gehabt und habe aber auch dann direkte Aufgaben bekommen. Pia, wir machen wieder dort und dort dieses, bestellen Sie wieder die Brötchen und dann schauen Sie, was die wollen, wortwörtlich. Da war ich schon die Woche in Berlin bei diesem Bekannten. Und der hat mir mal Berlin gezeigt. Schau, da ist Straßenbahn, da ist das Zentrum und das ist das richtige, echte Zentrum, der Alexanderplatz. Und das andere Zentrum habe ich eigentlich nie gern gehabt, den Kurfürstendamm. Da war gerade die Gedächtniskirche, die mir gefallen hat, aber ich habe mich am Alex aufgehalten. Es waren damals alles leere Felder. Da war überhaupt noch nichts gebaut, so wie heute. Das erkenne ich nicht wieder. Also ich habe es von Anfang an gemocht. Bin eigentlich wirklich schön eingeführt worden dort. Habe mir gedacht, aha, dort könnte ich arbeiten, na gut. Und als der Herr Koki dann nach Wien kam und die Treuhand erklärt hat, hatte ich natürlich noch ein paar Fragen. Und er war mir sympathisch, so ein Münchner und ein Wiener, die passen. Und dann die Berliner dazu, das sind irgendwie ähnliche Leute, kann man schwer sagen. Ne? Was man dann von den Düsseldorfern überhaupt nicht behaupten konnte. Ich muss das jetzt ein bisschen generalisieren, weil das, was ich dort so toll gefunden habe, war, dass ich zwischen Ost und West stand. Und da gab es sehr wohl Schwierigkeiten immer wieder. Da kam der Direktoratsprivatisierung daher und sagte, die Offices, die arbeiten hier nicht, was soll ich machen? Ich schmeiße jetzt 20 raus. Und Herr Kucki hat sofort gesagt, nee, das geht nicht. Ne? Unsere Verträge, Privatisierungsverträge waren ein Versprechen, die Arbeitskräfte zu behalten. Die waren nicht über Geld, die waren nicht über Investitionen eventuell, ja, aber niemals mussten die Geld bezahlen. Im Gegenteil, die haben Schulden übernommen und mussten Leute behalten bis vor 2-3 Jahren. Also bis in 2-3 Jahren, bis in 10 Jahren, wie viele Arbeitskräfte muss das noch haben? Und dann gab es eine Privatisierung. Mhm. Das waren die Schwerpunkte. Wir haben gearbeitet, weil wir nur die kleinen Betriebe hatten. Da kam das nicht vor, da kam keine Politik vor, da kamen gleich unsere menschlichen Probleme vor, aber überhaupt keine Politik. Natürlich haben wir die offiziellen Mitarbeiterbriefe bekommen. Frau Breuel stellt sich vor und so. Und da hat aber Koki damals entschieden, sogar wir haben zu viel Arbeit, als uns dort jetzt zur Trauer hinzustellen, einen Tag lang. Ich bilde mir das jetzt vielleicht ein, aber er hat auf uns geschaut. Er hat uns diese politischen Dinge einfach nicht durchgegeben. Ne? Weil unsere Informationen waren die Arbeit, die Unternehmen, die Menschen, die da was kaufen wollten, das war unsere Arbeit. Und all das, ich habe auch nicht viel ferngeschaut, ist an mir vorbeigegangen. Ob jetzt da irgendwer in den Großbetrieben, und da ging es ja um die Großbetriebe, ne? Um die Werften, um wo immer diese Gerüchte dann darum standen. Es war auch ziemlich viel damals schon politisch, habe ich gehört von den anderen. Da wurden die Leute dann beschuldigt, sie hätten Millionen kassiert. Sieben Uhr war ich im Büro. Das war die Ossi-Zeit. Die war einfach anders als die Westdeutschen sind dann um 9 gekommen, also die waren noch nicht da. Und der Herr Koki hat immer gemeint, na, da können wir noch arbeiten, da sind wir noch da. Waren auch nicht so viele Telefonate. Was ich ganz vergessen habe, ich war die Ansprechpartnerin für alle Österreicher natürlich, für alle österreichischen Investoren. Da kann ich mich sehr gut erinnern an Gespräche mit dem Möbelhersteller
das ist ein Privater, den gibt es noch immer hier. Also der hat sich auch interessiert. Österreich war ich immer die Erste, bin dann auch am Abend in die einschlägigen Sekt-Ding, Brötchen, was immer. Weil da hat einmal der Herr Kubesch eingeladen, das war der Generalkonsul von Österreich in Berlin. Dann hat einmal die Handelskammer eingeladen, dann haben alle Österreicher hintereinander, dann gab es irgendeinen Theaterabend. Und da war ich dabei und die Österreicher, die was kaufen wollten, natürlich dort auch, viele, viele Visitkarten verteilt und die kamen dann und haben mich angerufen. Hatten Sie das Gefühl, es gab mehr als einen österreichischen Unternehmer, der sich für ehemalige DDR-Betriebe, sprich Treuhandunternehmen, interessiert hat? Bei uns sind viele angekommen, ja. Interessiert haben sie sich alle, ob sie dann gekauft haben, weiß ich nicht. Vielleicht wollten sie auch nur eine Dienstreise nach Berlin machen, keine Ahnung. Die österreichischen Unternehmer darf man sich nicht vorstellen wie die Deutschen, weil wir sind einfach auch klein. Mittelstand haben wir das genannt in diesem Zirkel. Also wir sind ganz kleine Unternehmer und jetzt werden es immer weniger, weil sie von den Großen aufgekauft worden sind. Aber ja, viele, viele. Wir haben sogar, glaube ich, eine Broschüre gemacht, dann speziell für Österreicher. Die und die haben sich schon interessiert und kommen sie doch auch. Und dann hatte ich was zum Verteilen. Wir hatten zu viel Arbeit, uns darüber Gedanken zu machen. Es waren zu viele Einflüsse, kann man jetzt schwer sagen, aber diesen ganzen, allein schon, dass da der Chef getötet wird und dass die Frau Breuel da immer angefeindet wird, das war mir eigentlich dann schon zu viel. Ich habe gedacht, oh je, diese deutsche Politik, und habe mir nicht weiter drüber den Kopf zerbrochen. Dass es sehr schwierig war, habe ich am Unternehmen gesehen, dass die Firmen halt sehr, sehr veraltete Maschinen hatten, die da von uns bewertet werden mussten. War ein bisschen schwierig, ja. Und dass das schwierig ist, dass immer wieder schnell, schnell gehen musste, damit da nicht zu viel, damit da nicht zu politisch, weil da kam schnell mal wer, der hat sich beschwert und dann kam jemand und hat den Herrn Gocki zur Rede gestellt, was machst du da? Und das konnten wir verhindern, indem wir es gut, menschlich, schnell privatisiert hatten. Jetzt bin ich ganz böse und sage, irgendwann einmal ist wer draufgekommen, dass es da schon ein paar hundert Verträge gibt. Und was steht da eigentlich drinnen? Also jawohl, es musste ein neues Direktorat gegründet werden für Vertragsmanagement. Das heißt, die junge Dame, die das übernommen hatte, Wessi zwar, aber keine politische und keine von einer Unternehmensberatung, sondern eine menschliche, in meinem Alter ungefähr, hat das übernommen und hat die Verträge mal angeschaut. Übrigens hat der jetzt noch so viele Mitarbeiter. Schauen wir mal nach. Und dann sind die in die Verträge rein und haben das ganz genau einmal kontrolliert, ob das jetzt wirklich alles eingehalten wurde, was der versprochen hatte. Und das war dann das vierte Direktorat, was da gegründet wurde. Und damit, glaube ich, haben wir begonnen und dann kam die Zentrale, haben wir sie immer genannt, kam dann auch auf die Idee. Das war ziemlich früh, aber es war nötig, ne? Ehrlich gesagt waren mir diese Dinge überhaupt noch nicht klar, weil wir hatten unsere Niederlassung, wir haben niemanden entlassen und was da oben passierte, das war mir auch nicht präsent, weil wir hatten das anders gemacht in der Niederlassung. Vielleicht war es auch viel einfacher, ne? Und der Herr Kocki hat hier uns beschützt vor dieser bösen Welt der Zentrale, der Kombinate. Also wir haben auch nicht ferngeschaut, wir haben es nicht gewusst, dass das da hinten, oder ich habe es nicht gewusst, das ist wahrscheinlich besser so gesagt, habe mich auf mich konzentriert, habe das Wochenende geplant, was ist mit Rügen, fahren wir rauf oder nicht, bin nach Wien geflogen und habe dann gegen Ende dann Job gesucht.